Construction site, construction workers, scaffolding, outside, pneumatic. Rotate 90 degrees. A room where Sara Glojnarić sits. Schön. Das Stück heißt Neuromoon. Quasi alle Erinnerungen werden dann auf dem Mond aufbewahrt, weil es dort kalt genug ist für die ganzen Servern und so. Deshalb habe ich auch ganz viele auch Mondreferenzen in der klassischen Musik genommen und sie ein bisschen dekonstruiert. Das ist ein schöner Song. Das will ich ein wenig samplen. Und das ist immer das Schwierige bei dem Musiktheater, weil du hast zwei Logiken. Eine ist die direkte, die narrative, und eine musikalische Logik funktioniert halt nicht so. Aber dass dann die nostalgischen Referenzen helfen eigentlich damit, weil die können auch die Dinge sehr gut verorten. Also die können sehr viel erzählen, wirklich nur mit einem Sample oder nur mit ein paar Sounds. Statt gegen Nostalgie zu kämpfen, ich habe sie in diesem Stück zumindest komplett angenommen. Theater Freiburg, Kleines Haus, Rehearsal of Neuromoon. Musicians are already on stage, fully mic'd. The director stages one of the final scenes. The composer anxiously sitting in the audience, hoping everything is going to go well in the end. Diese Verdopplung bzw. Vergegenüberstellung von gleichen Objekten oder gleichen Sounds, das finde ich wirklich faszinierend. Bei der ersten Probe sind die MusikerInnen immer wirklich sehr sauer. Also nicht immer, aber das war zumindest so vor ein paar Jahren so. Es ist wirklich sehr schwierig und das ist auch eine, ganz ehrlich, auch eine körperliche Virtuosität. Also eigentlich sind die in vielen Stücken von mir auch SportlerInnen. Das ist wirklich das absolut Schönste und Wertvollste an der Notation, dass du zu den 50 Menschen im Orchester genau die richtige Stelle quasi aussuchen kannst, wo alle das spielen, was die spielen müssen. Und wenn alle vielleicht so krasse Tempiwechsel haben, das kannst du nicht improvisieren. Seitdem ich Neuromoon zu mir nehme, bin ich voller Zuversicht. Hashtag Happy People. Wenn ich mit soziopolitischen Themen arbeite, ist es mir immer bewusst, dass ich wirklich eine Beobachterin bin. Aber es ist mir sehr früh klar geworden, dass nur mit Aktivismus und mit eigenem Engagement wirklich was verändert werden kann. Und auch mit Visibility und so weiter. Insofern, manchmal ist dieses Visibility das Einzige, was die KünstlerInnen auch machen können. A pregnancy to a woman is perhaps one of the most determinative aspects of life. It disrupts her body. It disrupts her education. It disrupts her employment. And it often disrupts her entire family life. Interessanterweise hat dieses Video auch echt krasse Reaktionen aus Kroatien gekriegt. The Holy Trinity of Misogyny. Aber es
es gab plötzlich ein Gespräch über dieses Thema, was vielleicht in einem anderen Setting nicht stattgefunden hätte. Hier habe ich das Gefühl, dass es wirklich gut wird. Und für mich ist es auch so ein Schritt nach vorne im ästhetischen Sinne, weil ich mir einfach so andere Sachen erlaubt habe. Das, was mich vielleicht als Jugendliche geprägt hat. Eine andere Ästhetik, andere Genres. Ja, nochmal zu erforschen, aber halt aus einer ganz anderen Perspektive. Ich bin da, wo ich irgendwie angefangen habe, aber ganz, ganz, ganz anders. Und das ist schön. A drone shot of a cyclist.